Mein neuer Merch ist jetzt online. Zu jeder Bestellung gibt's eine Autogrammkarte. Viel Spaß mit dem Video. Moin moin liebe Flittchen, herzlich willkommen zu einem neuen Ehrenvideo. Und zwar, es sind 3 fucking Grad. Das ist eigentlich die dümmste Idee, die ich in meinem ganzen Leben gefühlt hatte, bei 3 Grad Motorrad zu fahren. Mir friert meine Stirn ab, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Aber egal, das ist heute für einen guten Zweck. Und zwar hat mir ein Abonnent geschrieben, dass ein Kollege von ihm einen Rollerunfall hatte. Und da Roller, Motorradfahrer, egal, wir sind eine Community, wir gehören zusammen, wir fahren Zweirad. Ich blende euch erstmal kurz vorher nochmal ein paar Bilder ein, bevor ich das weiterrede. Das Ding war ganz schön kaputt und der wurde anscheinend am Schienbein, am Knie unter anderem operiert. Ich weiß noch gar nicht, was er so genau hat. Oh, es ist kalt, ich habe so Angst mit dem Reifen. Ich weiß noch gar nicht, was er so genau hat. Das werden wir hoffentlich rausfinden und wir werden ihn überraschen. Der heißt, glaube ich, der liebe Junge heißt Dominik. Der erwartet mich, glaube ich, null, also hoffe ich. Ich habe es jetzt auch nicht angekündigt, dass der hinfahren werde und so weiter. Ich meinte nur so, ja, ich überlege mir das. Er hatte mir auf jeden Fall bei Instagram geschrieben, der Kumpel, und mal schauen. Und ich dachte mir, komm, dann gebe ich ihm einfach gleich noch was mit. Und zwar habe ich da mit dabei den neuen Lukas Litt Pulli sozusagen. Ich hatte ein paar Muster zugeschickt bekommen und ich hatte den übrig. Ich hoffe, er passt ihm überhaupt. Aber ich dachte mir, komm, der liegt schon im Krankenhaus, der Junge. Dann soll er sich wenigstens freuen und dann kriegt er noch einen schönen Pulli von mir. Der ist auch seit heute, glaube ich, jetzt, ich habe es ja schon häufiger angekündigt, ist er jetzt auch online. Genau. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Krankenhaus. Ich meine, der liegt irgendwo in... Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Deswegen mache ich jetzt auch schon mal das kleine Intro, bevor wir dann am Krankenhaus sind, weil ich mein Navi gleich anmachen muss. Oh, hier ist ein Blitzer. Auf jeden Fall, ich glaube, Bahrenfeld? Nee. Bergedorf? Ich glaube Bergedorf. Irgendwo hier bin ich gerade auf jeden Fall in die Richtung zum Krankenhaus. Ich glaube, ich muss da auch ein bisschen undercover-mäßiger filmen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so erlaubt, im Krankenhaus zu filmen. Ich weiß auch gar nicht, ob er gefilmt werden möchte. Vielleicht wird dieses Video auch gar nichts werden, wenn ich da mit der Kamera reinkomme und er denkt sich so, what the fuck, Digga, was willst du von mir? Wer bist du? Aber ich hoffe, er wird mich erkennen. Das wäre ja schon mal ganz gut. Und er freut sich dann über meinen kleinen Besuch. Ja. Ansonsten habe ich noch kurz was zu erzählen. Die Maschine hat jetzt TÜV, also die hat jetzt wieder einen neuen TÜV bekommen. Wir waren jetzt mit den Hebeln, mit den Serienhebeln und beim TÜV und haben das dann nochmal gezeigt. Hier Mängelbescheid, bla bla, die anderen nicht genehmigten. Na, Freunde der Sonne? Hallöchen, Popöchen. Okay. Die anderen Hebel, die dran waren, sind jetzt ab, weil die Nummer da ja irgendwie nicht passte, blablabla. Und jetzt hat sie auf jeden Fall TÜV bekommen. Ja, genau, das war es eigentlich. Ich würde sagen, wir schnipsen uns jetzt gleich mal irgendwie zum Krankenhaus, wenn ich nicht bis dahin halb erfroren bin. Also meine Stirn, Junge, ich habe schon so eine Gesichtsmaske hier, so eine Sturmhaube drunter, die eigentlich auch für den Winter gedacht ist. Aber ich sterbe vor Kälte. Es war auf jeden Fall nicht so die gute Idee, bei so viel Grad Motorrad zu fahren. Wobei ich sagen muss, die Straße, das passt eigentlich, aber naja, gut. Da hinten ist rot, genug gequatscht. Wir sehen uns gleich beim Krankenhaus wieder. Leute, ich glaube, wir sind da. So Leute, wir sind jetzt da. Ich bin komplett durchgefroren. Meine Hände werden jetzt langsam wieder ein bisschen mit Wärme durchströmt. Gönnt euch mal, was ich mitnehmen will. Einmal hier. Zack. Nice, oder? Und dann hier nochmal gute Besserung. Und dann haben wir hier noch den Pulli. Mit dem lieben Litti noch drauf. Den wird er auf jeden Fall jetzt gleich bekommen. Ich werde ihn mal suchen. Ich weiß nur seinen Namen und woran er operiert worden ist. Ich hoffe, ich finde da irgendwas und kann im Stealth-Modus was bis zum Zimmer für euch mitfilmen. Viel Spaß und bis gleich. Okay, ich probiere mich gerade zurechtzufinden, aber das ist hier riesengroß. Heilige Scheiße. Ich werde jetzt mal versuchen, in der Eingangshalle irgendwie in der Rezeption zu fragen. Ey, krank, das ist ja riesig hier. Der Dominik und ich nicht so wissen, wo der liegt. Okay Leute, das war schon mal super easy. Wir werden ihn finden. Wir werden ihn finden.
Ich habe mich gefühlt schon wieder komplett verlaufen, keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich werde wieder die nächste Information suchen und den irgendwie probieren zu finden, wenn ihr mich überhaupt sehen könnt. Irgendwie wurde mir gesagt, dass ich hier sein soll. Moin, bist du Dominik? Ja. Cool. In den Zaun bin ich reingeflogen. Wie dort ist denn das passiert? Ja. Und der Serb, der in den Passat reingeknallt hat, hat irgendwie 70 Grad. Alles klar. Gute Besserung, ne? Ja, danke. Ciao. So Leute, ich habe den lieben jungen Mann nicht mit reingenommen. Nicht, dass der irgendwie komplett fertig und ungeschminkt ohne Maske noch in meinem Video auftaucht. Hab mich auf jeden Fall gefreut, ihn zu treffen. Ich habe mich gefreut, dich zu treffen, falls du das Video siehst. Gute Besserung wünsche ich dir. Und wir gehen jetzt einmal kurz zu meinem Motorrad. Und dann reden wir noch ein bisschen darüber, wie es so war, was passiert ist. Und bis gleich. Okay, der liebe Dominik hatte nämlich einen Rollerunfall gehabt. Wenn ich die Fotos noch nicht eingeblendet habe, dann mache ich das jetzt auf jeden Fall nochmal. Ansonsten habt ihr sie ja schon gesehen. Und er hatte keine Schuld an diesem Unfall und hat sich jetzt komplett das linke Knie zerfickt und musste jetzt erstmal 5-6 Wochen nur Krankenhaus, nur Reha, richtig scheiße. Hat natürlich keine Schutzkleidung als Rollerfahrer unbedingt angehabt, aber die hätte ihm auch nicht viel genützt. Ein Auto hat sozusagen dem anderen Auto die Vorfahrt genommen und ist dann hier steht ein Auto, hier steht der Rollerfahrer. Und hier kommt ein Auto. Das Auto hier nimmt die Vorfahrt sozusagen diesem Auto. Das Auto ist ein bisschen zu schnell, ungefähr 70 anstatt 50, keine Ahnung, ist ja auch egal. Knallt in das Auto rein und das Auto schleudert noch weiter in den lieben Dominik rein. Und der fliegt dann auch noch bis zu 3 Meter in so einen Zaun rein, komplett im Arsch, wirklich nicht schön. Hab jetzt keine Fotos, keine Videos dazu, ist auch egal, Leute. Passt auf jeden Fall auf euch auf und häufig kann einfach Dinge passieren, wofür man gar nichts kann. Er konnte nichts dafür. War einfach ein scheiß Tag und ist einfach so gelaufen. Und Leute, deswegen beim Motorradfahren, wenn ihr noch schneller unterwegs seid, tragt Schutzkleidung hier, habt die Jacke, habt Helm und so weiter, alles auf. Das ist extrem wichtig. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, du wirst dann auch 125er fahren. Achtet immer noch umso mehr auf andere Verkehrsteilnehmer. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du hast dich gefreut zu dem Pulli und zur kleinen Autogrammkarte. Wir haben noch gerade eben ein Foto gemacht und wir haben schön geschnackt, ich wünsche dir eine gute Besserung. Bis zum nächsten Video, euch und ciao. Was alleine mit der Klick, Klick, Klick. Squad über alles, wir sind lit, lit, lit. Turn up während ich vom Handy zip, zip, zip. Meine Crew und ich, wir sind der Shit, Shit, Shit.